Pandemiejahr 2. Bedeutet auch das zweite Jahr ohne Verreisen. Also warum nicht neues Hobby suchen in Form eines Gaming-PCs? Und was würde dazu besser passen als die Palette oder Palit GameRock 3080 Ti OC? Der Move gerade war völlig bekloppt. Ihr wisst ja, worum es geht. Ihr habt es im Titel gesehen. Die GeForce RTX 3080 Ti in der OC-Variante von Palette. Ich würde sagen, ich schnack ja nicht lange rum, ich packe das Ding direkt aus. An der Palette mag man sich, oder an der Game Rock vielmehr, mag man sich die meisten Geister scheiden. Weil das Design sehr, sagen wir mal, extravagant ist. Es ist ein bisschen gewagt, mutig. Wir gucken einfach mal rein. So, wir haben die User Manual. Okay, ich kann das mal beiseite. Und da. Ein Ding. Oh, die ist schwer. Also ich mache hier mal, ich habe hier keinen Platz so richtig. Ich würde einfach mal sagen, bevor ich es euch jetzt hier drinnen zeige, packe ich es einfach mal schnell aus. Und ich kann euch sagen, dass sie richtig was wiegt. Ich weiß nicht, sind 2 Kilo oder so? Ich habe keine Ahnung. Junge, 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 Junge. So, wir gucken uns erstmal die Rückseite an. Die Rückseite sieht schon mal sehr geil aus. Also ich finde die Rückseite, die Rückseite sieht schon. Ich meine, guck selbst. Ne? Wie geil sieht diese Rückseite aus? Man sieht es zwar nicht, aber hey. Seite, andere Seite, wir haben 3 Display-Ports, 1.4 und ein HDMI 2.1. So, und die Front, mein lieber Scholli. Ist das ein geiles Ding? Komplett RGB beleuchtet. 3, 2, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll hier. 3, 2, 1, zack. Da ist er. Sie sieht absolut geil aus. Die ist dafür gemacht, dass man die vertikal hinstellt. Die muss einfach vertikal in das PC-Gehäuse eingebaut werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So, ansonsten haben wir bloß noch ein bisschen Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse. Anschlüsse, Anschlüsse, Kabel. Mehr ist im Karton auch gar nicht drin. Ich pack's erstmal. Also, die ist so groß. Hat auch einen stolzen Preis. Deswegen will man den nicht irgendwie großartig berühren, kaputt machen, irgendwas. Das ist alles. Ich möchte dazu nur sagen, dass ich diese Grafikkarte in mein PC-Gehäuse einbauen werde. Dieses Video dazu kannst du entweder, je nachdem, wann du dieses Video guckst, entweder am Livestream mitverfolgen, den kompletten Zusammenbau meines PCs. Oder wenn du. Oder. Es hat schon stattgefunden und du findest das Video hier auf YouTube. Da sind auch Timestamps, wann ich wie was wo einbaue. Der ganze PC ist ein Gaming-PC im Wert von roundabout 3.500 €. Also das wird ein High-End-Ding. Ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf, das Ding zusammenzubasteln. Wie gesagt, je nachdem, wann du dieses Video hier schaust, entweder ist es schon passiert, dann findest du das Video hier auf dem Kanal oder auf meinem Twitch. Da wird es dann demnächst stattfinden. So. Und hier haben wir bloß noch die kleinen, so eine Art Ständer, damit dieses Riesenvieh auch nicht irgendwie aus eurer PCI-Halterung bricht. Zu den Daten der GameRock lässt sich sagen, sie ist 304 mm breit, 136 mm hoch und 60 mm tief. Sie hat einmal HDMI 2.1, dreimal DisplayPort 1.4a. Sie lässt sich anschließen bei dem PCIe 4.0 Slot und der Speicher liegt bei 12 GB in der OC-Variante.
Ansonsten sollte ich auch schon gewesen sein, ein kurzes Unboxing, ganz kurzes. Interessant wird es dann wirklich beim Einbau. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung zu meinem Twitch oder wie gesagt, das Video ist hier halt schon irgendwo auf meinem Kanal. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Entweder hier oder hier. Tschö.